Straße muss sich gespalten von den Feinden gestalten. Wir sind das Volk, auch wenn sie gegen uns hetzen und uns verletzen. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Jetzt zu später Stunde. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Mein besonderer Dank noch, ich denke, das kann ich im Namen des ganzen Orga-Teams aussprechen, gilt jedem, der heute den Mut hatte, hier auf den Platz zu kommen. Wir wissen alle, was es hier für widrige Umstände sind, deswegen können wir uns, denke ich, alle mal auf die Schulter fassen. Unser Motto des heutigen Tages lautet: Legida, jetzt erst recht. Und das ist natürlich klar nach den Ereignissen der letzten Woche. Heute können wir, muss man glaube ich, dem nichts hinzufügen. Und es ist jetzt einfach Fakt, dass wir Montag für Montag für Montag laufen und unsere Rechte durchsetzen, bis wir sie endlich wiedererlangt haben. Ich soll euch ganz, ganz lieb vom Lutz aus Dresden grüßen. Er schickt uns 13.000 Grüße nach Leipzig. Ja, ihr habt ja gesehen, was heute hier los ist. Wir hatten im Voraus an diese Veranstaltung ein zweistündiges Kooperationsgespräch. Leider hat das alles noch nicht ganz gefruchtet. Und mir fällt es heute auch immer noch leider schwer zu sagen, danke Polizei. Aber ich weiß, dass es viele einzelne Polizisten gibt, die hier stehen und die sich ärgern, dass sie hier Befehle ausführen müssen gegen ihre eigene Bevölkerung. Und ich denke, diesen Leuten möchten wir unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen. Wir wissen, dass ihr am liebsten euren Helm absetzen würdet und mit uns laufen. Wir wissen das. Und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis das passiert. Danke Polizei für die einzelnen Polizisten, die hier noch wissen, für was sie ihren Job eigentlich mal angetreten haben. Ich will jetzt nicht weiter ausschweifen, den Rest rechtlich, was unsere Zugänge zugeht, das ist einfach so, dass uns das zusteht. Wir versuchen das weiter zu klären. Wer heute schon im Facebook war, hat gesehen, dass ich im Namen des Legida e.V.
gegen das No-Legida-Netzwerk und alle beteiligten Unterstützer einen Strafantrag und eine Strafanzeige gestellt habe, unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wegen massiven Blockaden, wegen Aufrufen zu Straftaten und so weiter und so fort. Und es wird auch nicht die letzte Anzeige sein. Ich denke, wir haben ja die Nacht wieder am PC verbringen und die eine oder andere Anzeige weiterschreiben. Es nützt einfach nichts. Ich wollte diesen Schritt eigentlich nicht gehen. Ich kann euch auch erklären, warum. Jedes Mal läuft bei uns das Lied Wir sind das Volk. Und der Sänger singt so schön, wir lassen uns nicht mehr spalten. Aber es passiert leider in Leipzig immer, immer und immer wieder. Deswegen wollten wir normalerweise auf die Gegenseite nicht eingehen, aber es bleibt uns leider kein anderer Weg mehr, als jetzt den Rechtsweg zu gehen und dort massiv Druck auszuüben. Und es tut mir auch leid für die einzelnen Einsatzleiter, die Leute vom Ordnungsamt. Ich weiß ganz genau, dass ihr, mit Verlaub gesagt, immer montags einen Einlauf bekommt, wie ihr euch hier zu benehmen habt. Wir haben uns das ein Dreivierteljahr gefallen lassen und wollten friedlich bleiben. Wir müssen jetzt einfach zurückschlagen mit allen Mitteln, die uns dieser, ich will es nicht Rechtsstaat nennen, dieser Staat zur Verfügung stellen, damit es wieder ein Rechtsstaat wird. Eins möchte ich noch kurz sagen. Angesichts der akuten Problematik in der Asylpolitik fällt es uns natürlich schwer, beziehungsweise geht es mir selber auch so, dass ich den Fokus verloren habe auf alle Probleme, die wir hier einmal auf unser Dresdner Thesenpapier geschrieben haben, den Fokus zu legen oder das Augenmerk zu legen. Wir stehen hier nicht nur wegen der Asylproblematik, wir stehen hier natürlich auch wegen zu niedrigen Renten und zu niedrigen Löhnen, wegen hoher Arbeitslosigkeit, wegen zu hohen Steuern. Wir stehen hier auch nicht zuletzt wegen dem Imperialismus und der Kriegstreiberei, die uns diese ganzen Probleme hier beschert. Und ich weiß auch ganz genau, dass das Probleme sind, die in den letzten Jahrzehnten die Gegenseite aufgegriffen hat. Deswegen ist es für mich unverständlich, warum sie da drüben stehen und gegen uns vorgehen. Aber ich denke, ihr wisst alle den Grund. Das sind ein paar nette Herren, die sich ihre Posten gesichert haben und die leider Gottes diese Menschen auf der Gegenseite um ihren Finger wickeln und sie missbrauchen und sie so weit treiben, dass sie nicht vor Gewalt uns gegenüber zurückschrecken. Also es ist ein Trauerspiel, es kotzt mich an und ich hoffe, dass wir mutig und tapfer hier durchbleiben oder durchziehen, dass wir das, dieses Spiel, was mit uns hier gespielt wird, endlich mal beenden können. Wir kommen so lange wieder, bis das geklärt ist. Und auch hier nochmal mein Angebot an vernünftige Vertreter der Gegenseite. Es steht von Anfang an ein Angebot auf eine Kommunikation. Ich weiß, ihr habt das bis jetzt immer abgelehnt. Aber ihr kennt ja alle meine Telefonnummer und meine Adresse. Das ist da, wo das Auto gebrannt hat. Ihr könnt mich gerne anrufen. Wir können uns gerne an den Tisch setzen und reden. Aber es liegt an euch. Um nochmal kurz auf die Gesamtproblematik von Pegida oder die Pegida aufgreift zurückzukommen, halte ich es für angebracht, einfach nochmal das Dresdner Thesenpapier vorzulesen. Pegida versteht sich als politische Bewegung, welche ideologiefrei die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit aufgreift und gemeinsam mit der Bevölkerung Lösungen finden und umsetzen will. Durch unsere Wirtschaftspolitik verarmen der Mittelstand und die Arbeiterklasse zunehmend. Löhne und Renten stehen in einem immer schlechteren Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten. Statt Mittel für dringend benötigte Projekte zur Verfügung zu stellen, werden horrende Summen verschwendet. Die steigende Kriminalität, soziale Brennpunkte sowie stetig wachsende Parallelgesellschaften beunruhigen die Menschen. Das Sicherheitsrisiko steigt ständig und die globalen Konflikte verschärfen sich aufgrund unverantwortlicher Innen- und Außenpolitik. Eine friedliche Zusammenarbeit und Koexistenz aller souveräner Nationen weltweit ist die Grundlage einer sicheren Zukunft für uns alle. Deshalb sehen wir folgende Punkte als unerlässlich an. Punkt 1. Schutz, Erhalt und respektvoller Umgang mit unserer Kultur und Sprache. Stopp den politischen oder religiösen Fanatismus, Radikalismus, der Islamisierung, der Genderisierung und der Frühsexualisierung. Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung.
2. Schaffung und strikte Umsetzung eines Zuwanderungsgesetzes nach demografischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten. Qualitative Zuwanderung anstatt momentan gängiger quantitativer Masseneinwanderung nach schweizerischem oder kanadischem Vorbild. Punkt 3. Dezentrale Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und politisch oder religiös Verfolgten entsprechend der kommunalen Möglichkeiten und der Sozialprognose des Asylbewerbers. Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Asylanträgen nach holländischem Vorbild und sofortige Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Aufnahme eines Rechtes auf und der Pflicht zur Integration ins Grundgesetz. Das Ganze haben wir aber schon vor rund einem Jahr geschrieben und die Lage hat sich zugespitzt. Und ich fordere jetzt in meinem Namen, um diesen ganzen Wahnsinn zu stoppen, Grenzen dicht, ganz scharf aussortiert, wer hier noch reinkommen kann und wer nicht. Und das Geld, was hier oben verschwendet wird, kann gerne für Hilfe direkt im Krisengebiet, aber nur für Leute, die der Krieg betrifft, verwendet werden. Da ist allen Leuten geholfen. Da reduzieren sich die Probleme im eigenen Land. Die ganze Schlepperkriminalität wird reduziert. Die Polizei ist hier nicht mehr maßlos überfordert. Und die Leute oder die Hilfsorganisationen, die jetzt im Kriegsgebieten schon stöhnen, dass ihre Leute wahrscheinlich im Winter verhungern oder erfrieren, diesen Leuten ist auch geholfen, wenn wir hier diese milliardenhohe Verschwendung vor Ort einfach mal stoppen würden. Und ich denke, wenn man normal und ohne Vorurteile mit einem Menschen auf der Gegenseite spricht, unterschreibt uns diese Forderung. Und ich verstehe es immer noch nicht, warum sie nicht bei uns stehen. Punkt 4. Reformation der Familienpolitik sowie des Bildungs-, Renten- und Steuersystems. Besonders die Förderung einer nachhaltigen Familienpolitik muss Priorität erhalten, um einen Stopp oder sogar die Umkehr des demografischen Wandels zu erreichen. Der Kinderwunsch darf nicht aufgrund von wirtschaftlichen Ängsten unterdrückt werden. Punkt 5. Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene nach Vorbild der Schweiz und parallel zum Parteiensystem ein zweites Standbein der Demokratie zu installieren. Und dafür hier an dieser Stelle mal meinen besonderen Dank an die Leute, die das ganze ausgezahlte Projekt unterstützen mit viel Geld und viel Enthusiasmus. Punkt 6. Konsequente Rechtsanwendung ohne Rücksicht auf politische, ethnische, kulturelle oder religiöse Aspekte des Betroffenen. Punkt 7. Aufstockung der Mittel der Polizei und Beendigung des Stellenabbaus. Punkt 8. Sofortige Normalisierung des Verhältnisses zur Russischen Föderation und Beendigung jeglicher Kriegstreiberei. Punkt 9. Anstreben eines friedlichen europäischen Verbundes starker, souveräner Nationalstaaten in freier politischer und wirtschaftlicher Selbstbestimmung. Und Punkt 10, Ablehnung von TTIP, CETA und TISA und ähnlichen Freihandelsabkommen, welche die europäische Selbstbestimmung und die europäische Wirtschaft nachhaltig schädigen könnten. Freunde, dafür und für nichts anderes stehen wir Montag für Montag hier. Und lasst euch bitte auch nichts anderes einreden. Ich freue mich auf euch nächsten Montag und die folgenden Montage. Wir ziehen das Ding hier durch, bis wir zum Erfolg kommen. Ich hoffe, auch in Dresden steigen die Zahlen weiter. Das kann uns auch nur nützen. Und ich würde jetzt gern das Mikrofon übergeben an unseren Redner aus Berlin, den Graziani. Den kennt ihr, denke ich, schon. Zu dem Graziani bitte herzlich willkommen heißen. Grazie, Markus! Buonasera, Leoni da Leipzig! Leoni bedeutet Löwen! Und ihr seid für mich wahre Löwen! Meine Rede wird heute tiefer gehen und verdeutlichen, wie die wahre Zukunft Deutschland aussehen wird. Frau Merkel will wieder für ein Jahr weiter kandidieren. Ich frage mich, wieso? Um Deutschland noch den letzten Durchstoß zu verpassen? Hat denn Deutschland nicht genug mit ihr durchgemacht? Die Euro-Diktatur,
die Masseneinwanderung aus Nordafrika, das Griechenlandloch, ein Fass ohne Boden, die Aufstockung im Baltikum, was uns die Presse so gerne verschweigt. Will sie jetzt statt 700.000 Immigranten bald 1 Million aufnehmen, frage ich mich. Freunde, 700.000 Migranten bedeuten den Untergang Deutschlands. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das sage ich hier. Entschuldigung. Wie lange wollen wir uns das noch anschauen, frage ich mich. Diesen wahnsinnigen Völkeraustausch und Untergang. Schon jetzt hat Deutschland kapituliert. Das sehen wir jetzt an den jüngsten Ereignissen in Suhl, wo die Polizei nicht mehr Herr der Lage war, die Bürger zu beschützen. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird Deutschland, wie wir es bald nicht kennen, bald nicht mehr existieren. Hier ein Beispiel, wie viele Einwanderer schon in 2014 Deutschland aufgenommen hat. Nur um das ganz einfach zu verdeutlichen, dass die Kapazität von Aufnahmen an Migranten schon seit einem Jahr in Deutschland völlig erschöpft sind. Nimmt man den Stand und die Zahlen von letzten Jahr zusammen, wanderten 2014 schon 51 Menschen pro Tag nach Deutschland ein. Und das rund um die Uhr, Tag und Nacht. Das sind täglich 1224. Jährlich gerechnet sind es 446.760 Einwanderer. Allein letztes Jahr, 2014, sind rund 460.000 Ausländer nach Deutschland gekommen. Das entspricht in der Größe einer Stadt wie Dresden. Allein in den letzten 15 Jahren kamen insgesamt 4,5 Millionen Fremde nach Deutschland. Ich sage, kein Land verträgt eine derartige Masseneinwanderung, und sowas wollen Sie Bevölkerungswachstum nennen? Nein, Freunde, die Fakten sprechen für sich. Dies ist ein Bevölkerungsaustausch. Freunde, es ist 20 nach 12. Die Titanic rast jetzt schon mit voller Geschwindigkeit auf den Eisberg zu. Wenn wir jetzt nicht bald als Volk das Ruder herumreißen, 180 Grad, wird Deutschland untergehen. Das ist nicht zu leugnen. Deshalb liegt es jetzt an uns das Volk hier, klar Stellung zu beziehen und die Wende so schnell wie möglich herbeizuführen. Wir sind das Volk! Und es liegt auch an unserer Verantwortung, dafür aufzukämpfen. Allein aus Verantwortung gegenüber den Generationen, die nach uns kommen werden. Wir können und wir dürfen es nicht zulassen, dass wir unsere Enkel und Kinder in diese ungewisse Zukunft alleine lassen. Voller Angst und Sorge, dass sie zur Minderheit werden als Deutsche im eigenen Heimatland. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Zustände bald haben werden, wie in Paris, Mailand, London. Städte voller Parallelgesellschaften. Dies ist unsere Pflicht, jetzt als Deutsche endlich Flagge zu zeigen. Und das Allerwichtigste, dass wir für unsere Souveränität kämpfen gegenüber den US- und EU-Imperialisten. Damit dieser Wahnsinn endlich aufhört hier. Ich weiß nicht, ob es vielen von euch schon aufgefallen ist in den Medien, Presse, Zeitung, Rundfunk etc. Aber noch nie wurde so eine gezielte Hetz- und Lügenlawine oder soll ich sagen Lügenkampagne und Diffamierung gegen uns, das deutsche Volk, ausgelöst wie in diesen Tagen. Ich habe es versucht, es zu verdrängen oder gar zu ignorieren, dass es so nicht sein kann. Aber die Augen verschließen oder gar ignorieren kann ich es nicht. Doch jetzt habe ich es erkannt. Alles, was ich höre, sehe, erlebe, erkenne ich, verstehe ich als eine Kriegserklärung an uns, das deutsche Volk. Oh.
Generationen, die nach uns kommen werden. Es lässt sich nicht von der Hand weisen. Es ist eine Kriegserklärung. Und wer sie sieht oder gar ignoriert, leidet für mich unter Realitätsverlust auf höchster Ebene und dem ist nicht mehr zu helfen. Mir kommt es vor, als ob ganz Deutschland sich gegen uns stellt, sich gegen uns verschworen hat. Oder sagen wir besser die geballte Lügenpresse, die sich gegen uns verschworen hat. Denn ich weiß, dass diese gesamte deutsche Republik auf eure Lügen keinen Pfifferling mehr Wert gibt. Lügenpresse! 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 Ihr seid nicht nur unglaubwürdig, ihr seid auch für mich kriminell! Und ihr wisst es, es wird euch nicht helfen, denn langsam wachen immer mehr Menschen auf. Und es kocht gewaltig im Land. Die Stimmen werden lauter, das Geflüster, was einmal war, wird von Tag zu Tag immer unüberhörbarer und lauter. Es ist zwecklos zu versuchen, die Menschen mit Lügen zu betäuben, denn die Wahrheit und die Zustände sind in jeder Stadt und in jeder Region allgegenwärtig. Ihr habt diesmal den Bogen deutlich überspannt. Und bald wird auch eure deutsche Wochenschau-Propaganda euch auch nicht mehr von Nutzen sein. Es ist genau wie früher, Freunde. Umso mehr die Realität sich nicht leugnen lässt, umso exorbitanter werden die Lügen. Genau wie am Ende des Nationalsozialismus im Dritten Reich. Genauso wie damals bei der Deutschen Wochenschau oder den Schwarzen Kanal mit Eduard Schnitzler im Osten. Freunde, ihr von der vordiktierten Lügenpresse, habt ihr immer noch nichts aus der Vergangenheit gelernt? Der Deutsche denkt angeblich noch zu rechts. Und dieses Denken soll man mit aller Macht und mit jeder Lüge bekämpft werden. Seit Tagen diffamieren sie uns alle in Deutschland als Nazis. Das bedeutet, dass ich ein Nazi bin. Sie hier alle. Die Oma von dem Mann, der Rentner, der Arbeiter und auch meine Familie. Meine Kinder. Und ich verspreche euch, dass ich das nicht zulasse. Wir alle sollten das nicht zulassen. Denn die wahren Nazis, die sitzen da oben. Und Freunde, es ist mir ernst, gerade jetzt müssen wir mehr als denn je zusammenhalten. Alleine für die Zukunft unserer Kinder und für die Zukunft Deutschlands. Warum werden wir als Nazis diffamiert? Bloß weil wir berechtigterweise uns Sorgen machen, was aus Deutschland wird. Die Zustände, die tagtäglich in Deutschland passieren, sind nicht normal und nicht aus dieser Welt. Es kann nicht sein, dass wir als deutsches Volk ausgetauscht werden und ausgerottet werden, wie einst die Indianer im Mittleren Westen oder zu Sklavenknechte werden, der BRD. Oder als Deutsche in der dritten Klasse. Nein, sage ich. Das habe ich in Dresden gesagt und ich sage das jetzt hier und nochmal. Nur über meine eigene Leiche. Und solange ich auf diesem Podium stehen darf, werde ich mich immer mit aller Macht vehement dagegen wehren. Denn es geht um unsere Freiheit. Und die ist das allergrößte Gut, das wir als Menschen besitzen, die wir als Volk haben. Und das gilt es auch mit aller Macht und Entschlossenheit, es zu verteidigen. Solange diese Verräter da oben sitzen, wird sich auch nichts daran ändern. Deshalb sage ich euch mit Betonung, dass wir alle fest zusammenhalten müssen hier. Deutschland völlig egal. Genau wie ihnen das Leben der sogenannten Flüchtlinge auch völlig egal ist.
sterben dort Menschen. Und wer schuld daran? Sie. Nur alleine Sie. Und an Ihren Händen sage ich, dass auch noch Blut klebt. Und dies geht auch vor allen Dingen der Lügenpresse. Mit ihrer täglichen Propaganda. Ich sage es ganz deutlich, dass du sie alleine die Verantwortung dafür tragen, dass tagtäglich viele Menschen ersaufen, alleine durch ihre fehlgeleitete Politik und unfähig, die richtige Entscheidung zu treffen. Zu dieser globalen Katastrophe muss ich jetzt weiter ausholen, um diesen biblischen Ausmaß genau zu erklären, denn es ist alles bewusst gewollt und inszeniert. Warum diese Intervention der EU-Mitgliedstaaten in Nordafrika zum Sturz von Mohammed al-Gaddafi? Wie ihr wisst, war Libyen vor der Jahrhundertwende immer eine Kolonie des italienischen Königreiches. Dementsprechend hatte Italien auch nach Ende dieser Kolonisation immer gute Kontakte zu Libyen gepflegt. Straßen, Infrastruktur und Kontakte wurden mit italienischen Geldern finanziert. Bis zu dem Moment, wo Berlusconi von der italienischen Regierung abgelöst wurde. Zuvor hatte Berlusconi 2011 ein Abkommen mit Libyen geschaffen, um die Emigrantenströme damals schon einzudämmen. Operation Mare Nostrum. Selbstverständlich ging es auch bei diesem Handel um Öl- und Gasvorkommen. Berlusconi hatte damals an Gaddafi mehrere Milliarden Dollar dafür bezahlt, für dieses Abkommen. Somit sicherte sich Italien die Rechte. Aufgrund aber, dass Gaddafi keine Geschäfte machen wollte mit den USA und anderen europäischen Nachbarstaaten, ging das natürlich auch den EU-Imperialisten gegen den Strich. Italien handelte souverän. Denn nur dort in Libyen interveniert massive militärische Unterstützung der EU und den USA. Das Land Libyen wurde so in die Steinzeit zurückgebombt. Somit war Italien raus aus dem Spiel. Seitdem wird das Land von Bürgerkriegen und Machtkämpfen dominiert und es kommt nicht mehr zur Ruhe. Tiefste Teil kann ich gehen, sonst würden wir noch in 3 Stunden hier sitzen. Seit Gaddafi ermordet wurde, fängt diese Katastrophe an. Warum diese ganze massive Intervention an Kriegsschiffen am Mittelmeer? Warum diese ganze Milliarden Steuergelder, die wir zahlen? Steuergelder aus ganz Europa, was uns täglich kostet. Zusammengefasst, in ganz Europa gehen wir um die 30 Milliarden aus, was sehr minimal noch gerechnet ist. Inbegriffen in diese Milliarden ist alles das ganze Programm. Jetzt frage ich mich, warum können wir dagegen nichts tun? Ganz einfach, Freunde. Ab dem Moment, wo Europa das eindämmt, arbeitet auch das Geld nicht mehr in Europa. Es zirkuliert nicht mehr. Weil der Geldstrom hier in Europa bleiben muss. Es zirkuliert und es arbeitet tagtäglich. Banken, Wirtschaft, Konsum, Hilfsorganisation, Asylindustrie, Militär etc. Nur so lässt sich das erklären. Es geht immer ganz einfach um Macht und um Geld. Denn Freunde, lass uns mal klar reden. Was kostet es in Europa, in Nordafrika, ein Abkommen zu schaffen, wo alle verfeindeten Stämme an einen Tisch gebracht werden? Wo alle an einen runden Tisch sitzen? So war es immer, dass in diesen Ländern alles mit finanzieller Hilfe, Unterstützung geregelt wurde. Erstens bringt es wieder eine Stabilisation in diesen Ländern, wenn alle verfeindeten Parteien oder Gruppen wieder zusammengebracht werden, damit wieder Ordnung und Frieden wieder regieren. Und vor allem keine Migrantenströme mehr. Schon immer wurde in diesen Ländern so verfahren und das bestätigt auch die Geschichte. Im Vergleich zu den Milliarden, die uns das täglich kosten würde, wären es Peanuts, sage ich euch. Fazit, keine Toten, kein Hunger und vor allem keine Angst mehr, Europa zu verlieren. Aber solange die USA und die EU dahinter, Diktatur dahinter steckt, wird alles so bleiben, wie es ist. Denn die globalen Spielregeln bestimmen bis dato die USA. Und ihr wisst genau, dass die Amerikaner geradezu unfähig sind, Außenpolitik zu betreiben. Und abgesehen davon haben sie in Europa auch nichts mehr zu suchen. Army, go home! Das ganze Mittelmeer ist jetzt voll mit NATO-Kriegsschiffen. Die Schleuser garantieren jetzt schon sogar die Überfahrt nach Europa. Also ist es noch sicherer geworden. Die Flüchtlinge werden jetzt einfach ihrem Schicksal dort auf hoher See überlassen. Statt dass wir sie abschieben von dort, wo sie hergekommen sind. Wie kann man diese Tragödie entgegensteuern, frage ich mich.
Zuerst muss ein Abkommen geschaffen werden in diesen Ländern mit Libyen, egal wie. Dort muss von einer unabhängigen EU-Hilfsorganisation entschieden werden, ungeklärt werden, wer Hilfe benötigt und wer ein Wirtschaftsflüchtling ist, das vor Ort. Ich sage, das Problem muss in Nordafrika bekämpft werden, genau da an der Wurzel, nicht innerhalb Europas. Es muss ein Abkommen geschaffen werden mit Libyen und ihren Nachbarstaaten. Dort kann man die Schleuser bekämpfen und nicht hier in Europa. Von dort müssen Grenzen geschaffen werden gegen illegale Einwanderer. Aber solange diese Weltdiktatur Amerika alle Entscheidungen trifft, wird alles beim Alten bleiben. Denn nur sie bestimmen ihre Regeln und profitieren alleine davon. Deshalb sage ich nochmal mit Betonung, Europa raus aus der Army- und EU-Diktatur. Nur Sie alleine tragen die Verantwortung für diese Katastrophe in Europa. Deshalb müssen diese Besatzer auch raus aus Europa und raus aus Deutschland vor allem. Wenn nicht diplomatisch, dann mit Entschlossenheit des Volkes. Denn unsere Regierung ist nicht mehr fähig dazu. Freunde, ich bin kein Rassist. Nur ich kann es nicht ertragen, dass wir zu Fremden in unsere eigene Heimat gemacht werden. Ich habe nichts gegen Menschen, die gläubig sind. Jeder soll glauben, woran er will, aber das funktioniert leider nicht mehr. Warum wollen Sie Ihre Standarte des Islams in Europas Herzen stoßen? Der Islam ist immer noch auf einem Eroberungskurs wie 1571 bei der Schlacht um Lepanto. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange im Koran steht, dass der Christ oder andersdenkende Menschen und Religionen nichts weiteres als Vieh sind oder ungläubige Kreaturen. Warum überall Minaretten in unserem Europa, obwohl Christen im Orient abgeschlachtet werden und verfolgt werden? Alle 10 Minuten sterben Christen dort. Solange Sie Ihre Ideologie nicht ändern, werde ich meine als Christ, als römisch getaufter italienischer Christ auch nicht ändern. Und dafür stehe ich auch hier. Dies ist unser Europa. Und solange Sie Ihre Ideologie nicht ändern, hat der Islam grundsätzlich in Europa auch nichts verloren. Und Frau Merkel oder Schweiger oder Campino oder die Ärzte oder wer sonst auch immer, auch von den Politikern, Kaste da oben. Mit Betonung sage ich hier ganz klar, nein, der Islam gehört de facto nicht zu Europa. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jedes Mal, wenn Blut durch den Islam in Europa fließt, heißt es, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Der abgetrennte Kopf in Frankreich, nein, der Islam hat damit nichts zu tun. Der feige Anschlag in Tunesien, nein, der Islam hat damit nichts zu tun. Charlie Hebdo, nein, der Islam hat damit nichts zu tun. Übrigens zum Thema Sicherheit. Der IS hat vor einigen Monaten doch ganz offen angekündigt, dass er seine Leute als Flüchtlinge in die EU schicken werde. Mir ist das nun fast schon echt peinlich, wie leicht es ihm gemacht wird. Sowas gibt's wirklich nicht. Es ist einfach nur beschämend. Ein einziger Fall in der Geschichte Europas. Die Tore in der EU und ganz besonders in Deutschland stehen jetzt für die IS sperrmangelweit offen. Nichts und niemand wird sie daran hindern, die Kämpfer hier in Deutschland zu schleusen. Es ist eine stille Invasion unseres Landes. Und Anschläge auf jeden Fall, so oder so. Ernstzunehmende Kontrolle gibt es ja gar keine mehr. Aus den syrischen und irakischen Kriegsgebieten kann jedermann anreisen. Wirklich jeder. Über 80% der Flüchtlinge sind junge Männer. Man braucht echt kein Prophet zu sein, um sich vorzustellen, was durch diese völlig blauäugige Verantwortungslosigkeit unserer Volksvertreter und durch den in diesen Tagen stattfindenden Kollaps jeglicher Sicherheitspolitik auf Europas zukommen.
Und besonders auf Deutschland. Wer keine Kinder hier hat, wird sich noch glücklich schätzen, sage ich. Wir müssen jetzt gemeinsam mehr als je zusammenhalten. Das ist das Wichtigste und das hat Vorrang. Oft hörte ich in Leipzig hier oder in Magdeburg, Dresden, Braunschweig, das schaffen wir niemals. Ich sage aber mit voller Zuversicht, dass wir das schaffen. Wir müssen das schaffen. Ganz einfach. Das Persische Reich ist untergegangen. Das Römische Reich ist untergegangen. Das Osmanische Reich ist untergegangen. Der Nationalsozialismus und das DDR-Regime sind untergegangen. Da sage ich, warum dann auch nicht auch diese BRD-Wirtschaftsdiktatur und ihre Besatzer und Vasallen der USA? Warum dann auch nicht diese lächerliche Regime der Menschheitsgeschichte, sage ich nur. Vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, hier in Leipzig mit euch Löwen hier zusammenzustehen. Grazie mille. Grazie. Prego, prego. Ja, Freunde, zum Abschluss habe ich hier noch ein paar News aktuell auf LVZ online. Die erste Meldung ist, dass in den kommenden Tagen ca. 4.000 bis 5.000 Flüchtlinge am Flughafen Leipzig-Halle erwartet werden und dass das zukünftig als Drehkreuz für die Verteilung der Asylbewerber eingerichtet wird. Die erste große Aufnahmestelle wird die Leipziger Messehalle 4. Dort werden in den nächsten Tagen bis zu 2.000 Asylsuchende untergebracht. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Abschieben! Abschieben! Das, was hier passiert, ist für niemanden eine Lösung. Abschieben! Abschieben! Das, was hier passiert, führt unweigerlich zu steigender Kriminalität und im schlimmsten Fall zur Ausschreitung und zu einem Bürgerkrieg. Und das will hier niemand. Deswegen fordere ich nochmal, Grenzen dicht und Hilfe vor Ort. Fertig aus der Lack, so ist allen Beteiligten geholfen. Und natürlich ein Ende der Kriegstreiberei, weil das ist das Problem, was wohl jeder als Ursache sieht, ob sie nur da drüben stehen oder hier. Freunde, ich danke euch für euren Mut und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch oder vielleicht noch einen Freund oder einen Kollegen nächste Woche Montag wieder hier auf dem Platz wiedersehe. Wir werden weiter für unsere Rechte kämpfen. Bis dahin, habt eine angenehme Woche. Und zuletzt singen wir noch, wie gewohnt, wir kommen wieder, richtig. Danke euch dafür. Und zuletzt überreiche ich das Mikrofon noch für den Gernot, dass er uns seine Stimme leiht für unsere Hymne. Guten Abend. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit, Recht und Freiheit, Wind des Glückes unterfand, im Glanze dieses Glückes blühe deutsches Vaterland. Nach Hauseweg und bis nächste Woche. Die Veranstaltung ist offiziell beendet.
Mikro? Ja. Also durch den Fußgängertunnel hat die Polizei alles abgesichert und können wir zum Hauptbahnhof gelangen.